Das Märchen vom gemästeten Captain oder 1001 Kalorie. Der Seemann Sindbad, holla he, war einst vor vielen Jahren statt Luf und Lee zu hoher See in Kur Urlaub gefahren. Dort blieb im Ruhezeitvertreib sein Körper unertüchtigt, drum hatte sein trainierter Leib sich nach und nach verflüchtigt. Da litt der kühne Mann recht arg, bar üblicher Bewegung an Adipositas sehr stark, sprich an Gewichtslegung. Kaum war vom Urlaub er zurück, stieg er mit Bauch und Rage hinauf von der gewohnten Brück hoch in die Takelage. Wild klettern konnte man da sehen und brüllen laut beim Törne den dicken, fetten Kapitän. Den Speck weg hätte er gerne. So sah die Crew 3 Wochen lang von Mast zu Mast sich hakeln, den Sindbad, der Klamautermann floh panisch aus den Takeln. Die Pfunde schmolzen und der Speck des kecken Kapitänes, das Übergewichtige war weg, ahoi, ja, ich erwähne es. So war zum Turngerät das Schiff und Sindbad frei von Makel. Auch heute ist es noch ein Begriff, sieht man so ein Spektakel.